Shalom, shalom, liebe Geschwister, ich grüße euch alle im Namen Joshua. Ich wollte mit euch einen Gedanke teilen und deswegen werde ich zuerst mal beten. Joshua Mashiach, ich komme vor dich, lobe, ich preise dich, Herr. Ich danke dir für alles, was du tust. Sei gelobt, sei gepriesen, Herr. Ich lasse alles, was ich hier sage, in deinen Händen, Herr, dass du mich führst, dass ich nicht ich rede, aber dass du durch mich redest, Herr, um deine Gemeinde aufzubauen, um die Mitmenschen zu stärken. Deswegen lasse ich diesen Moment in deinen Händen her. Sei gelobt, sei gepriesen. In deinem Namen habe ich so gebetet. Amen. Genau. Ich hatte nette Gespräche mit meinen Verwandten. Und da war die Frage, oder es wurde mir häufig gefragt, was ist der Unterschied zwischen Christen und Nicht-Christen? Und diese Frage hat mich ein bisschen bearbeitet, weil ich mich gefragt habe, wow, es gibt Menschen, die beobachten wirklich und die gucken nach dem Unterschied, wer ein Christ ist und wer nicht ein Christ ist. Ja, meine Antwort war erstmal, es geht um den Lebenswandel, wie der Mensch oder die Person das auslebt. Denn es gibt viele Menschen, die behaupten, die sind Christen. Aber wenn man ein bisschen mehr beobachtet, wie die wirklich leben, dann fragt man sich wirklich, oder fragen einige, die mich auch so angesprochen haben, ob die wirklich Christen sind oder nicht. In der heutigen Zeit leben wir in einer Gesellschaft, wo viele soziale Netzwerke benutzen, wie Instagram, wie TikTok, Snapchat oder wie das alles auch heißt, WhatsApp etc. Und jeder gibt oder jeder postet was oder schaut sich Dinge. Und allein anhand der Dinge fragen sich einige, ist der einer oder ist der nicht einer? Ich sage dann immer wieder, ja, das sind die Dinge, die wir benutzen. Aber wie wir es benutzen, das sehen ja andere und die beurteilen das, was die sehen. Ich werde mit einem Bibelvers anfangen. Das ist in Römer Kapitel 12, Vers 1 bis 2. Und da steht, ich lese nach mir schon, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Elohims, dass ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Elohim wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in euren Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlfällige und vollkommene Wille Elohims ist. In 2 ist was sehr, sehr Schönes geschrieben, was steht, passt euch nicht in diesem Weltlauf an. Das heißt, wir sollen nicht genau so sein, wie die alle anderen sind, sondern uns durch die Erneuerung unseres Sinnes von den Herrn prüfen lassen. Dass wir uns prüfen, weil der Herr, der sieht alles, was wir tun, alles, was in unseren Herzen ist. Um zu wissen, was das gute und wohlfällige und vollkommene Wille des Herrn ist. Nicht der Wille des Menschen, nicht mein Wille, aber der Wille des Herrn. Es gibt Situationen im Leben, wo man sich fragt, boah, das, was ich tue, gefällt das dem Herrn oder nicht? Denn ich wurde auf vielen Sachen mal konfrontiert. Ja, guck mal, die Christen oder diejenigen, die sich Christen nennen, die tun ja eigentlich dasselbe, das, was andere tun.
was ist jetzt der Unterschied? Ist der jetzt einer oder nicht? Oder kann sich dann jeder behaupten, die ist ein Christ? Und ich sage immer, zuerst, das sind nicht die selber, die Menschen, die sich Christen nennen, sondern die anderen bezeugen, ob die Person ein Christ ist oder nicht. Ich kann auch zu jedem sagen, ich bin ein Christ, aber wenn mein Leben das nicht widerspiegelt, dann muss man sich wirklich hinterfragen, was da nicht korrekt läuft. Vor allem bei Jugendlichen, ich bin einer, gibt es einige Sachen, wo man sich fragt, die Dinge, die wir tun, dient das zur Erbauung für meine Seele und meinen Geist, dass ich die Beziehung zum Herrn stärke oder eher nicht? Die Dinge, die ich benutze oder meine Art und Weise oder mein Charakter, spiegelt das den Herrn wider oder eher nicht? Bringt es die Menschen zum Herrn oder tut es eher Menschen von den Herrn entfernen? Denn wir sind Zeuge des Herrn. Wir sind Instrumente, die der Herr benutzt, um das Himmelreich wiederzuspiegeln auf unserer Erde hier. Denn wir sind Botschafter. Der Herr hat gesagt, geht hinaus in die ganze Welt und macht alle Nationen zu meinen Jüngern. Das heißt, wir haben eine Aufgabe, angefangen mit unserem Leben, die Menschen, den Herrn zu bezeugen und die Jünger nicht von irgendeinem Menschen, sondern die Jünger von Joshua Maschir, Jesus Christus, zu machen. Und in 1. Johannes, Kapitel 2, da ist auch ein schöner Vers, was man lesen kann. 1. Johannes, Kapitel 2, Abvers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenslust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Elohims tut, der bleibt in Ewigkeit. Und hier lesen wir am Ende wieder den Willen des Herrn, den Willen Elohims, nicht unser Willen. Habt nicht lieb die Welt. Warum habt nicht lieb die Welt? Weil wir sind auf der Welt, aber nicht von der Welt. Weil wir sind von oben. Wir können nicht gleich sein. Wir sind Licht. Und deswegen können wir nicht gleich sein wie die Menschen, die den Christus oder den Herrn nicht haben. Und da fängt das an mit das Leben. Der Herr ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, wir müssen genauso sein wie der Herr. Der Herr, der wollte sich nicht zeigen, sich angeben, hochmütig sein. Nein, der war ganz simpel. Der war demütig. Man hat nicht mehr erkannt, wer von denjenigen der Meister ist. Am Ende, wo der sogar verraten wurde, musste man den küssen, um zu wissen, das ist der Herr. Das heißt, er war wie einer, wenn der unter vielen Menschen war oder eine Menge, der ist gar nicht aufgefallen. Und dann ist die Frage in der heutigen Zeit, was ist der Unterschied? Wie fällst du auf? Fällst du in positive auf oder in eher negativen? Tut man dich direkt in so eine Kategorie mit diesen Mitmenschen, wo man sagt, ach, das ist einer von denen? In der heutigen Zeit wollen auch einige Influencer werden. Jeder seins. Aber bist du einer von den Herren oder nicht? Es geht doch gar nicht darum, um Menschen was zu beweisen oder zu zeigen. Nein. Es geht darum, den Herrn vorzustellen, nur für den Herrn zu leben. Denn wenn ich für den Herrn lebe,
dann verzichte ich auf mein eigenes Leben, was weltlich ist, aber ich nehme das Leben auf, was himmlisch ist. Denn der Himmelreich, der ist Frieden, der ist Freude. Der Himmelreich, das ist ein Segen. Wir Menschen auf der Erde oder vor allem auch Jugendliche, ich rede jetzt eher in Kategorie Jugendliche, viele haben das Bedürfnis, immer was zu beweisen oder was zu zeigen. Wir müssen das eigentlich gar nicht. Was wir nur zeigen sollen, ist den Herrn repräsentieren. Man muss auch gar nicht irgendwie auf der Straße jetzt stehen und schreien, ein T-Shirt von Jesus Christus oder Joshua Mashiach aufsetzen, nein. Du kannst auch irgendwo hinkommen, ganz ruhig in deiner Ecke sein. Und es wird der ein oder andere auffallen, warum ist der und die Person anders als die anderen? Und je nachdem wird man auch eine Diskussion oder eine Unterhaltung anfangen. Und dann fängt man an, von den Herren zu bezeugen. Und dann sieht man auch diesen Unterschied. Man soll diesen Unterschied erstmal an den Früchten merken. Denn man erkennt einen Baum an seinen Früchten. Welche Früchte trägst du? Hast du die Liebe in dir? Hast du den Frieden in dir? Selbstbeherrschung? Hast du das alles in dir? Diese Urteilsvermögen? Bist du genauso wie alle anderen Jugendliche, die Dinge tun, die alle tun? Oder bist du eher derjenige, der gegen den Strom geht und der sich aussondert für den Herrn? Denn jeder sollte wissen, derjenige, der den Herrn ist, der ist was Besonderes. Der ist wie eine Perle für den Herrn. Ich kann noch ein Bibelvers geben, das ist in 2. Korinther Kapitel 6. 2. Korinther Kapitel 6, ab Vers 14. Und da steht: Zieht nicht in einen fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für eine Gemeinschaft mit der Finsternis? Was stimmt Maschia mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit den Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Elohims mit den Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Elohims, wie Elohim gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Elohim sein. Und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen. Und ich will euch ein Vater sein und ihr meine Söhne und Töchter, spricht der Herr, der Allmächtige. Zieht nicht in einem fremden Joch mit den Ungläubigen. Das heißt, macht nicht dasselbe, was die Ungläubigen machen. Ihr müsst euch aussondern. Wir müssen uns aussondern. Denn was haben wir mit den Gesetzlosigkeit zu tun? Oder das Licht mit Finsternis? Die Kinder Elohims, wie es in Matthäus 5, 13 bis 17, glaube ich, steht, wir sind das Licht der Welt. Joshua ist das Licht der Welt. Wir müssen leuchten. Und wie leuchten wir, indem wir das Himmelreich geben. Das Himmelreich ist der Friede. Die ganzen Früchte. Das sind die Dinge, wo man sagen kann, wow, da ist ein Unterschied. Und wir sollen aus deren Mitte hinausgehen. Der will gar nicht, dass wir mit denen zu tun haben, mit schlechten Dingen. Wie Unzucht, Beleidigungen, so Sachen, was alle tun, was den Herrn gar nicht gefällt.
Wir sollen uns reinigen durch das Wort, denn wir sind geheiligt durch das Wort und durch das Gebet. Ständig. Ständig. Deswegen sollen wir erneuert sein. Wir sollen nicht mehr Dinge tun, die wir immer machen wollen, sondern der Wille des Herrn fragen. Sein Wille soll geschehen. Immer fragen, Herr, was ist dein Wille? Ist dein Wille, dass ich dies und jenes tue, oder willst du es nicht? Und das wirst du auch erkennen, wenn du mehr und mehr diese Beziehung zu den Herrn hast. Dann wird er dir auch zeigen, das kannst du machen und das kannst du nicht machen. Das sollst du lassen und das kannst du noch machen. Der Herr will, dass wir uns erneuern. Der Herr will, dass wir aus diesem Finsternis raustreten. Dass wir da rausgehen. Dass wir uns nicht mal mit Leuten vergnügen oder begeben, die zum Beispiel nur lästern. Das machen die Kinder des Herrn machen das nicht. Die klauen, die schwarz fahren, die den Eltern nicht gehorsam sind, die einen schlechten Umgang haben. Der Herr will, dass wir das verlassen, dass wir Buße tun, dass wir beichten vor dem Herrn und dass wir erneuert werden. Wir sollen uns gar nicht anpassen mit den Sachen der Welt. Auch das ist gerade ein Trend, das sollen wir machen. Prüfen wir das immer. Fragen wir den Herrn, ist es dein Wille oder nicht? Jeder kennt die Antwort auf diese Frage. Jeder weiß, wo er gerade sich befindet. Der Unterschied. Bin ich ein Christ oder bin ich nicht ein Christ? Wenn ich momentan kein Christ bin, dann ist jetzt die Zeit, sich zu bekehren. Wenn ich ein Christ bin, dann soll ich weitermachen. Ich wollte euch nur ein bisschen ermutigen. Ich glaube, man kann noch mehr und viel, viel mehr darüber sagen. Aber ich wollte nur, dass wir wach werden und dass wir uns die richtigen Fragen stellen. Bin ich anders? Habe ich einen Unterschied zwischen denen, die sagen, der ist ein Christ und der ist kein Christ? Gibt es da einen riesen Unterschied, was man machen kann? Wenn es positiv ist, der Herr sei gelobt. Wenn es negativ ist, der Herr sei auch gelobt. Denn das ist ein Prozess oder das ist eine Arbeit von dem Heiligen Geist. Nicht ich werde dich ändern, sondern der Herr selber. Aber ich werde dich dazu bringen, einfach nur nachzudenken. Oder ich wollte dich dazu bringen, dass du darüber nachdenkst. Du sollst nur darüber nachdenken. Bin ich anders als die anderen? Im Positiven. Bin ich ein Christ? Denn nicht ich selber, wie wir auch, genau, das können wir auch lesen. Es haben sogar andere gesagt, das sind Christen. Das ist in Apostelgeschichte. Ich glaube, Apostelgeschichte 11, Apostelgeschichte Kapitel 11, Vers 26. Man kann auch bei 25 anfangen. Und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn in Antiochia. Es begaben sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Das heißt, nicht mal die selber, sondern die anderen haben gesagt, boah, das sind Christen. Hier wurden die Christen zuerst Christen genannt. Das heißt, die anderen merken diesen Unterschied und die werden sagen, ach, die Person ist ein Christ. Nicht du selber wirst das laut posaunen oder schreien. Nein, das sind andere, weil die das auch sehen. Die werden vielleicht nicht sagen, dass sie Christen sind, aber die werden das merken und spüren, wenn du diese Früchte des Herrn hast. In Galater 5, 22. Die Liebe, die
Freude, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Diese ganzen Sachen. Gibt es noch viel mehr mit Heiligung. Aber ich wollte nur dich darauf nochmal aufmerksam machen, dass du dich prüfen sollst. Denn es ist wichtig, sich jeden Tag zu prüfen, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Es kann sein, dass man vielleicht auf den Weg, von dem Weg abgekommen ist. Kann jedem passieren. Aber stehe auf, komm wieder auf den geraden Weg zurück. Denn der Herr will uns alle retten. Der will jeden retten. Sei ermutigt, möge der Herr euch alle segnen. Im Namen Joshua. Amen.